ich brauche Luft. Ja, da habe ich jetzt, glaube ich, alles weggekloppt. Da kann ich aber noch den Rest hier machen. Oh Gott. Zum Glück brauche ich ja nur das Sniffer-Egg. Du meinst den hinter diesem einen Pfeiler da, ne? Den hatte ich auch gesehen.
Hilfe, schon wieder Kohle, ey. Das ist ja schlimm. Das ist ja wie Glücksspiel hier. Ah, schon wieder.
Wie bescheuert. Also das ganze Warten auf die Eier hat sich nicht gelohnt, weil du jetzt als... Also das Züchten... Weil du jetzt einen bekommen hast durch ein Riesendrachenei. Okay, den Entsafter habe ich vergessen, muss ich zugeben. Cool. Nice, hier spawnt einfach mal ein Dungeon. Night Googles. Da kann der Lackhut raus. Ich wollte hier einmal eben erkunden, bevor ich den abbaue. Ha.
Oh. Ich muss wieder in den Lukewarm Ocean. Okay. Wie viele... Hast du immer noch nur drei, Breeder, also hier so Inkubator im Einsatz oder mittlerweile mehr? Oh, nur noch sechs. Oder nur sechs, ist klar. Ja, aber... Alter, was du da an Zeit verbrätst mit den... ganzen Sachen. Oh. Hello there. Ja. Da kann ich jetzt auch nichts gegen sagen. Aber wir haben damit ja noch nicht angefangen, also halte ich mich da jetzt nochmal zurück, aber wenn wir damit loslegen, dann wird's wieder richtig geil. Den Algen. Jetzt ist die Frage, wie stark der Delay ist.
Oh! Sauber! Gott sei Dank hast du was gesagt. Ey. Danke, danke, danke. Wir haben's. Auf geht's nach Hause. Ey, wir haben fast eine komplette Brush draufgesetzt, ey. Gott sei Dank haben wir es. Jetzt müssen wir uns dafür noch ein Gehege bauen. Ein, ach, wie heißt es gleich noch? Moment, ein Gehege. Und. Ein Vacuum Hopper. So. Alter. Vacuum. Rasenfläche. Rasenfläche, hast recht.
Ja, aber dadurch, dass wir mit dem... wie heißt das gleich noch? Schon so weit sind, können wir uns das Simulator-Upgrade bauen. Was ich richtig nice finde. Den Clay habe ich ja hier. Sollte ja eigentlich funktionieren. Moin. Servus. Du hast schwarze Farbe, habe ich gehört. Yo. Moment so. Ich wollte nämlich einmal im Stained Glass und ich war extra am Spawn und ich habe überall nach Tintenfische gesucht. Gestern waren für 30 Stück da am Stück, aber jetzt nicht ein einziger gefunden. Ja. Was sind denn hier? Achso, die kann ich herstellen. Das ist cool. Was? What a unique flavor you give? By her. Okay, ich habe 2 Herzen bekommen. Sind die jetzt dauerhaft oder nur jetzt vorübergehend? Nee, die sind dauerhaft, dadurch, dass du unterschiedliche, wie heißt das gleich noch, unterschiedliche Sachen gegessen hast. Wenn du mal auf dein Essen drauf guckst, steht da immer eaten oder halt noch nicht gegessen. Und je mehr unterschiedliche Sachen du isst, desto mehr Zusatzherzen bekommst du. Das ist cool. Und eine Frage habe ich noch. Ich habe einen Platinhammer hergestellt. Was bringt mir der? Wenn du zum Beispiel Eisenerz hast, das rohe, dann kannst du das mit einem Hammer zusammen in Crafting Table packen und kriegst dann Eisenstaub daraus. Dann verdoppelst du deine Erzproduktion am Anfang. Okay. Und das funktioniert mit allen. Das ist cool. Genau. Dankeschön. Jo, bitte, bitte. Ja, und mit dem Waystone ist es halt bedeutend einfacher. Ja. Das müsste ich ja selber platzieren, draufdrücken und dann... Genau, dann kannst du den noch benennen, wie du möchtest. Und dann kannst du zum Beispiel, weil du den von mir gestern entdeckt hast, kannst du dich einfach her teleportieren. Mhm. Ja, ich hab ja bei mir in der Base auch entstehen. Ah, okay, dann kannst du den ja benutzen und jetzt dann damit zurückreisen. Müsste ja einfacher gehen. Ich weiß nicht, meiner, der heißt irgendwie Rakur, also kann ich den noch mitnehmen? Ich glaube, dann musst du den einmal abbauen und neu setzen. Jo, bitte, bitte. So. Das sollte ja sniffertechnisch funktionieren.
Wo findet man Bastionen? So, ich würde mal eine ganz kurze Pause machen und mir nochmal einen Kaffee holen und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, holt auch mal was zu trinken, zu essen, was auch immer und dann bis gleich. Doch mal nerven. Hi. Oh, sorry. Ja, gerade wieder gekommen. Ich bin gerade mal so am Questen machen, was du mir gestern so empfohlen hast, ne? Ja. So, ich habe jetzt Blut. Und da steht, ich soll den einen Eimer voll Blut irgendwie eine lange Zeit auf Boden liegen lassen, damit es trocknet. Soll ich den Eimer selber auch hinschmeißen, oder? Bei welcher Quest bist du denn? Ich bin bei Evilcraft. Moment. Und welche Quest ist das? Ja, ich denke mal, du musst den einfach nur auf den Boden schmeißen und dann kriegst du irgendwann das zurückgesetzt. Also nicht zurückgesetzt, sondern dann kriegst du den getrocknetes Blut. Okay. Dann muss ich mal gucken. Danke dir. Jo, bitte, bitte. Ich war mir nicht sicher, nicht, dass du halt einfach despawn, weißt du? So, ja. Ich habe ja noch Blut. Warte mal, ich kann sein, dass ich auch noch Blut hab. Ja, ich hab auch noch 4 Liter. Oh, ich hab. Oh. Warte. Kannst du hiermit was anfangen? Ja, genau, das ist das Blut, was ich brauche. Oh, ja, ich brauch's nämlich nicht. Also noch nicht. Cool, danke dir. Jo, bitte, bitte. Brauchst du keine Erfahrungspunkte? Noch nicht. Okay. Hab zwar schon einmal Mending gefunden, aber ohne vernünftige Rüstung brauche ich da jetzt kein Mending drauf kloppen. Ja, da hast du recht. Und mein Problem ist halt so, ich kenne mich jetzt mit den ganzen Mods nicht so aus, welche Rüstung wäre zu empfehlen. So, ob ich jetzt wirklich auf Netherite farmen muss oder nicht, weißt du? Doch, Netherite ist auf jeden Fall wichtig, weil die beste Rüstung kriegst du über ein Upgrade. Ah, okay. Genau. Dauert
dauert eine Weile, ich habe 20 Level. Achso, sonst, du kannst dir auch so ein... Ach, das heißt, glaube ich, einfach nur EXP. Moment, hier. Experience-Kristall. Da kannst du einfach deine Erfahrung drinne storen. Hm. Und dann kannst du die da raus und wieder reinnehmen. Okay. Ich habe, ja, das wollte ich auch nochmal fragen. Ich habe auch mal diese Gems gefunden. Was kann ich damit machen? Das ist von der Apothecia-Mod. Die, du findest irgendwann sowas hier zum Beispiel. Das ist eine, hier, wie heißt das? Eine Axt mit Verzauberung drauf und die ist so mit Blau, weil die, ich glaube, einfach nur selten ist. Da können Sockel drin sein und dann kannst du so ein Gem da einfach reinsetzen. Und dann wird die noch stärker. Also bei den ganzen... Genau. Ja, aber du, bei dir stehen ja auch zwei Sockel dran, bei mir auch. Also ich schmeiß mal ein, ist zwar nur Eisen, aber ist mir in dem Moment erstmal relativ, weißt du? Wie kann ich das machen? Einfach mit dem Anvil oder wie? Ja, das habe ich auch noch nicht verstanden, wie du die sockeln kannst. Weil ich hatte vorhin so einen Gem gefunden, der kann irgendwie auf Hose, Bogen und Chestplate oder so drauf. Schuhe war das. Also mit dem Anvil ging das nicht. Es kann sein, dass du... dass man da noch irgendwie so ein Sockel-Ding braucht, aber... Okay. Na gut, trotzdem bedanken mich mal für die Hilfe. Jo, bitte, bitte. Bis später. Bis später, ciao. So, jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Ach, auf die Suche gehen nach einer Bastion. Oh Gott. Sweeping Edge können wir noch gebrauchen. Das können wir gebrauchen. Punch vielleicht nicht. Feather Falling. Obwohl, Fässer vor dem brauche ich nicht, aber XP-Boops. Oh, vielleicht erstmal nicht. Sauber. Da bin ich mal echt gespannt, was da rauskommt. Oh! Wir haben Babysniffer. Oh, wie viel? Oh Gott. Habt ihr schon mal den Taschenrechner auf Fullscreen gemacht? Da wird man ja... oh. Also 2300... durch 60 gleich 40 Minuten braucht er. Okay. Oder 43 Minuten. Aber ich weiß, was ich hätte mitnehmen sollen. Und wieder zurück.
etwas von der wichtigsten Mod überhaupt. Oh mein Gott, hört er sich kacke an. Nice. Das ist ein Streamer, YouTuber und irgendwie Mod-Projekt. Oh. Oh. Genau. Genau, ich hatte Minecraft gestreamt und wurde gefragt, ob ich mitmachen will. Und so bin ich da reingerannt. Ja, ich dachte auch, das wären mehr Leute, die streamen, aber irgendwie gefühlt habe ich bis jetzt nur zwei Leute gesehen. Ich weiß aber nicht, ob die auf YouTube zum Beispiel streamen. Ja, so wie ich das gehört habe, streamen die auf TikTok? Also deswegen weiß ich das gerade nicht genau. Ups. Ja, aber man könnte ja auf okay, ich weiß nicht, wie deren Internetleitung ist, aber man könnte ja auf beidem streamen.
Ich wollte auch noch gucken, ob ich vielleicht auch noch zusätzlich auf YouTube streame. Ich hatte es einmal ausprobiert, da hatte ich aber noch nicht den Streaming-PC. Und ja, wäre noch eine Option, dass man das nochmal testet. Ah, schade, war nicht das, was ich gedacht hatte. Thank you.
Ja. Sollte ich vielleicht mal machen. Oh. Genau, ich habe einen Paraglider und außerdem mit einem Taucheranzug würde ich hier, glaube ich, nicht weit kommen. Was ist das? Okay. Wow. Okay, das funktioniert hinten vorne nicht. Was bringt denn RTP?
Oh. Das hier will ich auch für... Wow.